Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei... Oh. You and my Controller, ne? Ist immer, wenn ich eine Pause dazwischen mache, dann schalte ich noch nicht aus. Etwas kaufen. Wir sind ja schon im nächsten... Etwas kaufen. Im nächsten Gebiet. Superbälle haben wir immer noch 17. Super Tränke. Machen wir mal... 9. Weiter. Jetzt bin ich mal gespannt, wen wir hier treffen. Ah, hopp. Wie kannst du vor mir sein? Der sagt immer, er geht trainieren oder? Naja. Hey, ist denn so das? Mag eben. Wegen eben nochmal. Ich will wirklich nicht, dass Delia uns ruft, nur wegen mir Kratzer bekommt. Aber wie stelle ich das an? Ich habe keinen blassen Schimmer. Bis ich eine Antwort auf diese Frage finde, bleibt mir nichts anderes, um selber stärker zu werden. Dafür gibt es viele verschiedene Methoden. Wie wär's, wenn wir gegeneinander kämpfen, damit ich ein paar davon ausprobieren kann? Klar, jederzeit. Du bist mein Rival, ein Kampf gegen dich hilft mir vielleicht auf die Sprünge. Komm, los geht's. Ja, aber du verlierst doch schon wieder. Was zur Hölle ist denn das? Alles, was ich will, ist der Sieg. Ich verlasse mich auf mein Team. Ja, wie wär's, wenn du dir noch vor Anfang an einfach mal 6 Pokémon holen würdest? Dab. Pflücker. Okay. Die sind irgendwie gleich stark fast, ne? Bloß, dass ich schneller bin. Taucher. Im Ernst? Keine Ahnung, Grimasse. Was, der kann mich damit treffen? Hat er Pikachu im Maul? Warum hat er einen Pikachu im Maul? Was war das? Liberlo 36? Was? Chimsticks? Achso. Nee. Was war das? Und Feuerball im wahrsten Sinne des Wortes. Und tschüss. Klar versucht jeder eine sehr effektive Attacke anzusetzen, wenn er die Chance dazu hat. Oh, der hat seine Worte geändert. Kotomi 32, der 32. Salanga. Was war ein Salanga nochmal? Salanga. Ach, das ist doch die Schlange, ne? Keine Ahnung, soll es mal Garados sein? Ja, Salanga war die Schlange, ne? Ja, aber wo ist sein Bulli? Ach stimmt, der hat ja noch eins. Kaskade, sehr effektiv. Tja, wird gelaufen, ne? Toxel. Keine Ahnung, setzen wir... Komm, Hygraulon dürfen wir seinen Stahlflügel einsetzen. Warum auch immer, dass der Stahlflügel kann. Komisches Alien-Vieh. Egal, Augen zu und durch. Was zur Hölle bist denn du? Dreschschläge. Nicht so effektiv. Zustrahl. Wangenrubbler. Das ist ein Elektro-Pokémon. Boah. Okay.
Okay, sein Volley hat er nicht mehr dabei. Aber warum nicht? Das hast du als sechstes, fünftes Pokémon nehmen können. Ah. Wenn ich deprimiert bin, kann ich einfach nicht die richtige Pokémon-Attacke auswählen. Nein, du hattest nicht die richtigen Pokémon, das war dein scheiß Problem. Ich habe ein bisschen herumexperimentiert und meine Teamaufstellung geändert, aber das hat es irgendwie auch nicht gebracht. Heißt das, ich bin wirklich ein Schwächling? Mein Bruder ist für mich einfach der Coolste. Ich möchte auch so ein Trainer werden wie er. Deshalb will ich auf keinen Fall, dass die Leute nur wegen mir dumme Witze über ihn machen. Ich muss mehr herumexperimentieren, noch viel mehr. Wir haben hier ein Team zusammensuchen, das perfekt zu mir passt. Ein Team, das nur dank meiner ganz persönlichen Stärke als Trainer über sich selbst hinauswächst. Ja, dann viel Spaß. Wow, was zur Hölle? Die macht mir Angst. Die Jugend von heute. Bei der Arena-Challenge sollte man für sich und seine Pokémon kämpfen, niemanden sonst. Warum sorgt sich dein Freund so sehr über den Ruf des Champs? Jeder weiß doch, dass er unschlagbar ist. Wie dem auch sei, danke, dass du mir dein Können gezeigt hast. Hier, das ist für dich. Liga-Karte von Seider. Das ist die Liga-Karte jetzt einfach mal. Als nächstes führt dich der Weg ins Stadion von Passbeck. Viel Spaß bei der Arena-Challenge. Als ob ich nicht wüsste, dass du das bist, alte Stachtel. Yeah. Warte mal, wo heißt Pokémon Center? Oh, was ist das? Kapseln XP, irgendwas. Was ist da hinten? Dick da. Warum, hier geht's nach oben? Ja klar, klettern wir mal vom... Oh, da hinten ist eine TM. Ja, was machst du da? Schon viele Maracamba gefangen? Würdest du vielleicht eins gegen einen Primova tauschen? Was zur Hölle ist ein Primova? Metallmantel. Verstärkt die Attacken vom Typ Stahl. Giftschock. Was macht das? Überschüttet das Ziel mit einem speziellen toxischen Flüssigkeit. Doppelt so stark gegen vergiftete Ziele. Ah, okay. Heißt es dann, ich kann aber mit dem. Was ist ein Primova? Mal, kurz schauen. Ich hab doch hier Google offen. Primova. Pokewiki. Ach, das ist das komische Pokémon, was wie so ein Schlafwandler-Ding ausschaut. Wird zu Primano. Ein Simmelbrim. Hey, schaut irgendwie voll cool aus. Warte mal, was wollte der? Verdammt. Magna... Warte mal, jetzt können wir doch hier bestimmt nachschauen, oder? Ma... Machamp? Verdammt, wir müssen nachschauen. Ich glaube, ich hol mir das. Das ist dieses kleine Vieh mit der Zipfelmütze, was da... Wie hat der geheißen? Betsy? Der war auch schon wie eine alte Oma. Maracamba. Maracamba. Und das war... der Kaktus. Verdammt. Wo kriege ich den blöden Kaktus her? Ich brauche diesen Kaktus. Kletter doch runter. Jetzt. Weil, wenn wir schon das Pokiwiki offen haben, könnten wir doch eigentlich auch mal kurz unseren Psyfuzzi da mal anschauen. Pygraulon. Pygre. Oh, ich hab ein Ü statt ein P. Py. Pygraulon. Level 42 wird's ein Megalon. Holy shit. Basieren auf einem Alien. Fundorte. Turm des Himmels. Tausche. Für 21 tauschen. Berg generates. Psy.
Galaxiestrahl, Schutzkopfnuss, Zen-Kopfstoß, Genesung, Gedankengut, Wunder, Traum, Psychokinese. Okay, auf 42 erst, ne? Wir bräuchten aber Maracamba. Route 6. Das war doch Route 6, ne? Was bist du eigentlich? Dein Mund. Hier sind noch überall welche. Nimm doch da eins einfach mit. Ja, das war ja die Route 6, ne? Das heißt, wir müssten hier eigentlich irgendwas finden. Schauen wir mal, ob wir hier im Gras einfach eins finden. Ah, jetzt. Oh, und es ist eine dämliche Ameise. Müssen wir noch Granowitz aufleveln. Oh! Da war ja was. Und der ist paralysiert. Können wir uns mal trotzdem nehmen. Sheet? Scheiße. Damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Na gut, dann hauen wir es mit dem Libero weg. Kampf. Sehr effektiv. Mikroladung reicht. Bohrschnabel. Das ist geil. Bohrschnabel. Machen wir Fassade weg. Machen wir Grimasse weg. Ja. Initiative senken ist immer für mich so ein Ja. Hey, das ist ein Diktri, ne? Hä? Oh. Ich kann die Dinger umstellen? Beutel speichern. Genau. Mehr brauche ich nicht. Beutel. Kranowitz. Ah ja, stimmt, ich habe die rechtzeitig getauscht, ne? Super Drang. Borschnabel aber glaube ich, einen niedrigen Initiativwert, ne? Ah, verdammt, ein Hippopotas. Ich bin gerade echt am Überlegen, ob ich mal die Animation abschalte, weil das nervt ein bisschen, dass das alles immer so lang dauert. Borschnabel. Daneben. Schaufler. Ich weiß aber nicht, was ich in der Zeit machen soll. Kann ja mal Silberblick einfach. So, nochmal Bohrschnabel. Knirscher. Autsch. Weißt du, ich verliere halt. Ah, warte, ich könnte es fangen! Oh, Gott sei Dank. Shit, fast vergessen. Wow, und dann kann ich da eigentlich schon wieder heilen, ne? War jetzt kein spezieller Wurf. Ich weiß aber auch nicht mehr, ob das vorher ein spezieller Wurf war oder in der einen Folge halt.
Boden. Es bewegt sich mit geöffnetem Maul und verschluckt seine Beute mit jeder Menge Sand, den es durch die Nasenlöcher wieder ausstößt. Da unten ist eins! Go, 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 go! Kann man den nicht runterrutschen oder so? Oh nein. Steinknochen. Ah, da unten ist es. Komm her, komm her, komm her. Du gehörst mir, Maracampa. Vorschnabel, nicht töten. Lockduft. Ausweichen. Ja gut, passt schon. Oh Gott sei Dank. Du dämlicher Vogel, Alter. Die ganze Zeit bist du gegen nichts effektiv, Alter. Und dann plötzlich sowas. Boah. Holy shit. Das erzeugt Laute, die vom Klang von Maracas enden und weiß sich Vogel-Pokémon mit flotten Rhythmen vom Leib zu halten. Ist da zufällig noch ein zweites? Sonderbonbon! Was gibt's denn hier eigentlich zum Fangen? Ah, nein, das muss ich von da unten machen, ne? Ah, shit. Was soll, bist denn du eigentlich? Makabasha. Borschnabel. Er ist paralysiert. Rüppler. Auch wenn wir jetzt verlieren. Shit. Tausch Fähigkeit mit dem Ziel? Ja, wurscht. Was ist denn das Adlerauge? Adlerauge von Kranowitz? Hä? Tauschen die Fähigkeiten oder was? Keine Ahnung, Garados. Hat er so einen Stein dabei, da wo sein eigener Schwanz drauf ist? Knirscher. Trickschutz. Oh, wow. Und ich pack natürlich genau die Attacke aus, die wo effektiv gegen den Penner ist. Toll. Man kann ich von hier einen Flugtaxi rufen? Ich kann so die einzelnen Routen auffliegen? Sogar in der Naturzone. Oh. Das ist sehr gut zu wissen. Okay, hier geht's dann scheinbar auch weiter zur nächsten Arena. Fair Belly. Eis. Was ist das? Gras? Nee, Gras hat man schon. Spikeford. Route 9 Tunnel. Passback. Was? Das ging schnell. Weil ich noch im selben Gebiet war wahrscheinlich, ne? Jetzt könnten wir eigentlich im Kranowitz einen Sonderbonbon geben. Damit der endlich mal aufgestuft wird. Weil ich glaube, so eins ist auf 36. Bericht. Ein bisschen was hat er noch. Okay, wenn er sich auf 35 nicht entwickelt, ich weiß, wir könnten nachschauen, aber wenn er sich auf 35 nicht entwickelt, dann geben wir einen Sonderbomber. Auf 36 müsste es dann soweit sein. Dick da oder nix da?
Ich will ein Dick da und dann nix da. Ich wundere, dass es die alte Stein-Pokémon hat. Ja. Willst du es wirklich tauschen? Ja, mach mal. Gibt's Maracamba in die Obwohl von Johnny? Alles Gute, Maracamba. Wir kennen uns eh bloß kurz. Da, das Vieh. Johnny hat dir Locke zugeschickt. Kümmere dich gut um Locke. Mit dem Fortsatz an seinem Kopf kann es die Gefühle von Lebewesen wahrnehmen. Es öffnet nur geruhsam veranlagten Leuten sein Herz. So. Kann ich denn jetzt eigentlich einfach tauschen? Nein, nicht speichern. Ja gut, speichern können wir auch mal. Beutel. Habe ich hier die Pokébox? Pokémon-Box. Hä? Wie benutze ich die dann? Wie benutze ich meine Pokébox? Achso, ich kann es auch einfach mit Y bewegen. Kampf, Zaubertausch, Stickerfilter, ne, auch nicht. Ich bin gerade unsicher, wie ich mal Pokémon tauschen kann, so auf dem Feld einfach. Aber egal, gehen wir einfach ins nächste Gebiet, in den nächsten Pokémon Center, machen wir es da schnell. Weil das Alien schaut irgendwie doof aus. PC-Boxen. Wo ist es denn? Da, Locke. Bewegen. Block ist auf 30. Okay. Bericht. Was ist das? Ist stolz auf seine Stärke. Aromakur, Psystrahl, Heilwoge, Zauberschein. Shit, was hat denn das alles? So, jetzt aber Heilung. Oder hatten wir das schon? Weiß ich nicht. Pokémon. Auf 32 wird es zu Primano und auf 42 zu Celebrim. Jetzt müssten wir Locke eigentlich schon fast mal. Können wir den umbenennen? Hier? Okay. Originaltrainer Johnny. Ja. Gut, dann hätte ich jetzt aber gesagt, ich bedanke mich an der Stelle bei euch fürs Zuschauen. Ich schaue jetzt, dass ich mein Locke noch ein bisschen hochbringe. Ich weiß, das Pokémon heißt eigentlich Primova. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ups, das ist YouTube. Wo will ich die Folge beenden? Hier. In der nächsten Folge wieder von Pokémon Schwert. Macht's gut und Servus.